Hallo und herzlich willkommen hier zu einem von der Kettle und Cops. Schönen Wochenstart. Vielleicht habt ihr alle frei, ich habe auch noch nicht frei. Tja, jetzt wollten wir schauen im Menü wegen einem weiteres Feld. Und zwar Fuhrpark nicht, Karte. Ich habe ja aktuell dieses Feld. Das wäre eigentlich logisch, wenn wir ein Feld in der Nähe nehmen würden, ne? Dass wir nicht so weit fahren würden, aber auch ein bisschen kleines. Das ist die Form mag ich nicht so sehr. Das ist ein bisschen anstrengend. Auf Dauer. Ja. Wieso geht das jetzt nicht weiter? Gut, jetzt geht's. Ja. Einfach dieses Feld oder das hier. Tendiere mal hier zu rechts. Und gucken, welches Feld ist. Aha. Aha. 4. 4. 4 Feld. Feld 4, das wären 2,6 Hektar. Das ist düngemäßig. Phosphat ganz schlecht. Kalium, naja, berauscht es auch nicht. Sie gruppert. Und Oberfläche, ja, recht trocken, ne? Aber gut, das würde ich mir mal zulegen, also kaufen, Feld 4. Geht nicht, wieso nicht? Geld habe ich doch noch, ne? 233.000, können wir nicht kaufen. Feld 4 wollte ich kaufen, Junge. Das habe ich doch schon, Feld 4, ne? Oder habe ich Feld eigene? Im Besitz habe ich Feld 3. Das will ich mir nicht. Ich habe etwas Leichteres. Ach hier. Ja. Feld 3. Ne, Feld 4. Ja, Feld 4. Kaufen. Jetzt haben wir Feld 3 und Feld 4. Die Reihenfolge passt. Dann probieren wir es aus. Und zwar Einstand eines ob das schafft. eines Helfers. Und zwar geht nur Vollzeit. Level, Name, Gehalt. Mitarbeiter, Arbeitsmarkt. Haben wir keinen, ne? Ja, das ist typisch. Wahrscheinlich müssen wir es doch allein machen. Nützt allen nichts. Ich wollte, ich habe es versucht, aber da ist keiner da. Wahrscheinlich muss ich ein bisschen noch länger spielen, um überhaupt einen Mitarbeiter zu kriegen. Deswegen ganz gut, dass wir keinen Mais machen. Den Mais müssen wir zu zweit machen. Ne? Das ist alleine ganz schlecht. So, jetzt habe ich auch wieder Ton. War bei mir zu leise. Aber also, ihr habt ja Ton. Ihr hört das ja. Vielleicht ein bisschen tonmäßig zu leise. Das könnte sein. Ja, guck mal, was gucken. Einstellung, Sound, Fahrzeugmotorlautstärke bei Außenbereich. Ich mache 50% und das ist Feld 3. Das nehmen wir so in die Richtung hier, ist auch egal. Ja. Denn da ist Wald, da können wir uns vielleicht wenden, ne? So. Wieder mit Automatik, natürlich, ne? Zack. Zack. Wir müssen natürlich hier ein bisschen drehen. Das passt ja so nicht.
Mal gehen wir ein bisschen in die Wiese rein. Da kommen wir hinten vielleicht ein bisschen besser bei Gesuch zurecht. So, Arbeitsbreite ist klar. Und senken mal ab. Und dann geht das los. Na, das passt nicht. Das ist ein bisschen zu sehr in die Wiese rein. Ne? Also wir müssen ein bisschen nach rechts. Noch mal gucken. Jetzt sehen wir es besser. So muss das passen. So. Vollgas, Junge, Vollgas. Ja. Ja, gut, ich habe mir überlegt, Mensch. Hast ja noch Geld, ne? Muss ja noch was. Wenn wir ernten können, dass wir ja ein bisschen was verdienen können, ne? Gegenüber seinem Unternehmer. Der scheint nicht aktiv zu sein. Ja. So, ganz kurz abbremsen. Dann müssten wir aufheben. Das wäre eine Wiese besser. Jetzt bin ich einigermaßen munter. Das ist gut. Ich habe mich morgen noch einiges vor. Aber das ist ja ein Lebensendet, ne? Junge, du musst was tun. Du musst die Aussaat auch machen, ne? Ob man gut zurückkommen, oder? So, normal senken. Und hey. Ich muss mal gucken, wo das angezeigt wird, ob kaputt ist. Ich denke mal, dass wir nach der Aussaat entsprechend das vielleicht mal reparieren müssen. Wahrscheinlich, weil hier kann man nichts erkennen jetzt im Menü. Ob da was kaputt ist. Innensicht auch nicht. Hier ist die Grafik innen drin ein bisschen, ja, es könnte ein bisschen schärfer sein, ne? Tachometer und so, das ist ein bisschen, ja, nicht sehr scharf. So. Ich soll unser eigenes Feld drauf fahren, ne? Wieder die Spur reinfahren, ungünstig. Ja, das im Frühling ist immer so. Ja. Erstmal die Aussaat. Später nochmal düngen. Kontrolle machen. Unkraut wahrscheinlich noch bekämpfen. Im LS können wir ein bisschen viele Sachen nebenbei machen. Ne? Also querbeet. Hier müssen wir ein bisschen konzentrieren. Ich bin ja hier. Allein, ne? Erstmal. Helfer in dem Sinne haben wir ja nicht. Müssten wir höchstens. Oh, CPU. 84 Grad. Warum ist hier so heiß? Nur ein Prozessor dran. Oh. Ja, die Grafikkarte ist aber bei 90% Auslastung. Ich weiß auch nicht warum. Ich war ja zerren die so dienen. Scheiß dagegen. Ich glaube, der 4K-Monitor ist zu heftig. Müsste ich mal umstellen auf 2K. Also die Auflösung. Das würde einiges bringen. Und das ist ja nicht der Sinn dabei, ne? Aber wir sehen, das geht schon schneller. Ein bisschen ranfahren, dann brauchen wir auch keine Nachgewände machen, ne? Uhr nahm das, dann kommen wir genau um 17 Uhr im Spiel fertig werden. Theoretisch.
Ja, bitte. Ist ja kleiner wie das andere Feld. Da kann man genau die Spur sehen. Gleich lenken. Richtige Richtung. Und dann gleich wieder runter. Außer der Sprit reicht. Jetzt kann man ungefähr abschätzen, zum Beispiel, wie lange man eine Maschine ungefähr nutzen könnte, ne? Also ausleihen. Das geht ja nach Stunden, theoretisch. Und dann könnte man sagen, ja gut, ja, das kriegen wir hin, ne? Dass wir das in 4-5 Stunden beide Felder die Aussaat hinkriegen, ne? Geht ja mit den Kosten. Hätten wir Geld noch gehabt fürs Feld, theoretisch. So. Eine Theorie. Aber wie gesagt, alles eine Theorie. Man muss nur alles ein bisschen ausgucken und testen und ja. Ist ja ein bisschen anders wie in der NS, ne? Und garantiert müssen wir hier noch guck mal rein, da nicht, zwar eins Mitarbeiter Feld, und zwar ist der Düngestatus schlecht. Das heißt, sie müssten ein bisschen mehr Dünger geben. Dünger rein, knapp, ne? Ja, wir geben mal mit Dünger rein, ein bisschen mehr. So, Traktor. Muss man hier wieder die. Wir gehen mal auf 300. Und. Noch nicht drin, ja. Das muss ich mal testen, wie das aussieht, ob das was bringt, ne? Denn 30 km/h, ne? Das macht mir ein bisschen Sorgen hier. Ich möchte auch nicht so grafisch unter alle Sau gehen, ne? Diesen Gas wegnehmen. Und wieder runter. Ja, gut, das ist jetzt, muss ich mal sehen. Vielleicht gibt es noch ein paar mehr Updates, ne? Gerade Armbrot gegessen. Ob wird viel. Hab nicht alles geschafft. Und wieder mehr verschätzt. Von der Menge her. Das Problem ist, meine Augen möchten mehr als ich soll. Und wenn er der Typ, der nicht gerne wegschmeißt. Aber diesmal ging eh nicht alles rein. Dann lieber sein lassen. So, Vollgas. Was mich interessieren würde, ob man die Felder zusammenstellen könnte. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Das wäre ja viel einfacher, ne? Wenn wir alle die Felder zusammenlegen würden. Den Baum wegradieren, ne? Aber das wird, glaube ich, nicht gehen. Denn wir kaufen ja nur das Feld und nicht die Wiese. Das heißt, die Wiese wird nicht gehören. Sonst wäre es so einfach. Ich meine, ich habe mal gesehen, dass viele Bauern so eine Grünstreifen vermeiden, weil
wenn sie Pacht bezahlen müssen, das muss mitbezahlt werden, ne? Und die Pacht ist oft schon so teuer, dass die sich sagen, okay, das geht nicht. Gibt jetzt zwar auch ein Programm von der EU, Förderung, so eine Art begrünte Streifen, also so eine Art Wiese oder halt Nahrung für Wildbienen und so und Bienen allgemein, dass die Natur ein bisschen Luft bekommt. Ne? Wie gesagt, der Bauer muss ja mit dem Acker auch Geld verdienen und das heißt für ihn oft, da gibt es keine großen Spielräume. Ne? Leider ist das so. Ich sag mal, das sind so viele, die daran verdienen wollen. Ne? Angefangen der Staat, der Handel. Jo, und das ist nachher ein Kunde oder am Endkunde, der möchte ja auch nicht so viel ausgeben. Ne? Logisch. Denn vorher geht alles vom Konto weg. Und beim Einkaufen ist dann immer bei und sortiert. Ne? Nach bestem Angebot kann man sagen. Ne? Denn leider ist ja so, auch bei Tarifverhandlungen ist ja so, sehr oft, dass da auch gefalscht wird bis zum Ende. Und deswegen sind viele auch nicht bereit, beim Lebensmittel mehr auszugeben, beziehungsweise können es auch gar nicht, weil gerade daran denke man, anders muss einkaufen geht. Na gut, ich kann mich nicht beklagen, ne? Aber wie gesagt, viele denken mal so knapp, dass erstmal jeden Cent umdrehen müssen, ne? Und dass der kauft dann nicht teuer ein, ne? Oder Bio. Ich persönlich halte ja vom Bio auch nichts. Also wenn ich auf Bio zugreife, dann nicht wegen Bio, sondern weil ich das gerade haben möchte. Zum Beispiel eine Orange, eine gewisse Sorte, die süß schmeckt und dann ist gerade mein Bio dabei ist, dann schlage ich dazu, ne? Beziehungsweise da kaufe ich halt mal da ein. Aber ich bin das persönlich da ganz mit leisten. So, ich hoffe, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Leider wieder eine Folge mit Gruppen und Aussaat. Ja, ein bisschen haben wir zu tun noch. Das werde ich mal jetzt durchziehen. Dann mal tschüss und ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier bei Kettle und Cops. Jo. Gruppen oder? Keine Ahnung. Mal schauen. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.